Mehr kann ich leider nicht tun. Schone dich jetzt. Und achte in Zukunft bitte besser auf dich. Danke. Ich versuch's. Es ist der Fluch. Sie braucht jetzt Ruhe. Sag mir bitte, wenn es dir zu viel wird. Die Schmerzen. Schmerz ertrage ich. Das solltest du aber nicht. Nicht mehr. Das hier ist nicht nur dein Kampf, Clive. Es ist unserer. Wir alle sehen, wie hart du kämpfst. Und wir wollen es dir gleich tun. Oder willst du lieber, dass wir dich die Welt im Alleingang retten lassen? Nein. Es ist nur... Verzeih mir. Clive, wo bist du? Hier drin. Was ist los? Rosalith wird angegriffen. Was? Das ist nicht das dalmekische Heer, von dem wir hier sprechen. Das ist die steinerne Wache von Drachenfang. Hugo Kupgars Leibgarde. Sie zerlegen die ganze Stadt und versuchen, ins Schloss einzudringen. Sie suchen mich. Ich fürchte ja. Der gute alte Hugo hat wohl endlich begriffen, wer hinter dem Namen Cid steckt. Dann ist das eine weitere Falle? Darauf verwette ich meinen Arsch. Und all das nur für dich, Clive. Ich gehe nach Rosalith. Soll das ein Scherz sein? Du willst genau das machen, was er sich erhofft? Jill, ich weiß nicht, warum Kupka es so auf Cid abgesehen hat. Doch solange sein Hass mich verfolgt, wird es niemals Frieden geben. Jetzt ist auch der Rest von Sturm Teil dieses sinnlosen Kriegs, um mich zu finden. Außerdem werde ich nicht tatenlos zusehen, wie er meine Heimat in Schutt und Asche legt. Hugo Kupka muss sterben. Er hat schon genug meiner Freunde auf dem Gewissen. Ich will nicht, dass es mehr werden. Also dann los, lasst uns ihn kalt machen. Ich komme auch. Schließlich stecken wir alle da drin. Also gut. Ich sollte mit Otto reden, bevor wir aufbrechen. Wir müssen genau wissen, was uns erwartet. Wir gehen nach Rosalith. Aber erst, wenn ich alle Informationen habe. Weißt du? Nicht viel. Niemand hat erwartet, dass Dalmekia noch eine Front gegen Zambrek aufmacht. Erst recht nicht unsere Leute in den Provinzen. Sie haben uns alle möglichen Berichte geschickt, aber sie widersprechen sich. Vivien versucht gerade, aus den Dingern schlau zu werden. Es wäre also gut, wenn du mit ihr redest. Verstanden.
Sieh an. Also gut, wo haben wir zuletzt... Ach, das ist ja überraschend. So gut besucht sind meine Vorträge selten. Wie sagt man noch? Bisschen Bildung, schadet nie. Wir gehen nach Rosalith und stellen Kupka. Wie ist die Lage dort? Nicht so hastig, Lord Rossfield. Ich kann mir vorstellen, dass du besorgt um deine Heimat bist. Doch um die jetzige Situation zu begreifen, musst du zunächst verstehen, wie sie zustande gekommen ist. Reden wir als erstes über Hugo Kupka selbst. Oder den Berater in wirtschaftlichen Expansionsfragen, wie sein Titel in Dalmekia lautet. In einer Republik, deren Fundament der Handel ist, gibt es kaum eine einflussreichere Position. Sie hat Kupka einen außerordentlichen Grad an Reichtum und Macht eingebracht. Nicht, dass es ihm an letzterem je gemangelt hätte. Denn als Titans Dominus ist er auch Dalmekias Sicherheitsgarantie. Ein Trumpf, mit dem er seinen Einfluss weiter ausbauen konnte. Und zwar so weit, dass er es sogar geschafft hat, dem Parlament die Kontrolle über den Mutterkristall zu entreißen. Die Loyalität der Schutzgarnison von Drachenfang hat er sich mit großzügigen Summen erkauft. Sie ist nun kaum mehr als sein Privatheer. Und dieses Heer marschiert just in diesem Moment über rosarischen Boden. Wobei es sich dabei mittlerweile natürlich um Sanbreksches Territorium handelt. Doch das Kaiserreich hat gerade andere Sorgen als Rosaria, seit es sich um die Besetzung des Kristalldominiums in eine Pattsituation mit Dalmekia manövriert hat. Das heißt, alle Truppen werden gebraucht. Von den wenigen Garnisonen, die die Provinzen im Westen noch sichern, wurde daher die Hälfte mit dem Fall von Drachenhauch abgezogen. Denn die Gefahr durch die Eisernen und somit die eines Überfalls über den Seeweg war vorerst gebannt. Wirklich bewacht wurde die Küste des ehemaligen Großherzogtums also nicht. Ein Umstand, der auch Kupka nicht entging. Ohne nur einem einzigen feindlichen Schiff zu begegnen, ging er mit seinen Männern in Rosaria an Land. Alles nur für dich, Clive. Er will deinen Kopf. Seine Belagerung Rosalits dient diesem einzigen und alleinigen Zweck, um dich aufs offene Feld zu locken. Du meinst, Kupka ist über den Seeweg gekommen? Was ist mit Port Isolde? Ist die Stadt sicher? Ja. Den Hütern der Flamme zufolge ist sie das. Die dalmekische Flotte ist ohne einen Angriff vorbeigezogen. Allerdings nicht unbemerkt. Sobald klar wurde, dass Kupka Rosalith ansteuert, haben die Hüter sofort die Evakuierung der Menschen dort in Angriff genommen. Die Bühne für eure heldenhafte Heimkehr wird also frei sein. Dennoch wird es ein äußerst schwieriges Unterfangen, in die Hauptstadt zu gelangen. Hugos Männer sichern die Buitt-Brücke. Alle Versuche der kaiserlichen Armee, sie ihnen zu entreißen, waren erfolglos. Zudem scheinen sie aus den Fehlern Sanbreks gelernt und entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben. Die Küste um Rosalith wird lückenlos von Dalmekia bewacht. Und nun sag, mein Schüler, wo denkst du, liegt die beste Route in die alte Hauptstadt? Im Norden. Wir überqueren die Grenze am Phönixtor und reisen dann durch Stillwind weiter zum Schloss. Ein kleiner Umweg, doch so werden wir nicht entdeckt. Deine Ortskenntnis macht sich bemerkbar. Gute Reise. Brechen wir am besten sofort auf. Du begleitest sie? Ja. Mich juckt es schon verdammt lang in den Fingern, diesen Bastard zu erwischen. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Gut. Wir sollten los. Jawohl. Thank you.
Rück zum Schloss vor. Jawohl. Hugo und seine Männer waren fleißig. Die äußeren Mauern haben sie schon überwunden. Noch halten die Kaiserlichen dem Angriff stand, aber sie werden sich schon sehr bald geschlagen geben müssen. Die Schweine haben hier wirklich alles platt gemacht. Fast so, als ob sie die Stadt ausradieren wollten. Nur ein Mittel zum Zweck. Das für einen Mann? Das kann es doch nicht wert sein. Wenn ihr euch geschickt anstellt, dann solltet ihr euch unentdeckt bis zum Schloss durchschlagen können. Ich werde noch ein paar Leute aufgabeln, die nicht mehr rechtzeitig rausgekommen sind. Gib Acht. Ebenso. Macht mir keine Dummheiten. Ich hab Schlimmes geahnt, aber... Ich weiß, es ist ein Albtraum. Unser Zuhause. Komm, Clive. Wir müssen weiter. Das ist keine Invasion. Das ist ein Massaker. Kupka macht vor nichts Halt. Nichts. Da. Meine Herren?
Verschwindet aus meiner Stadt!
Gleich sind wir im Schloss. Dann hat das ein Ende. Die Kette! Achtung, Curl! Fass! Bereit? Was glaubst du? Seine Kräfte. Greif weiter an. Wir halten ihn auf. Unsere Chance. Vergeuden wir sie nicht. Thank you.
hab ich dich, Sid. Oder sollte ich sagen, Lord Rosfield? Ich habe eine halbe Ewigkeit nach dir gesucht. Lass sie gehen, Kupka. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Für den Anlass habe ich keine Mühen gescheut. Ich hoffe, dir gefällt die Kulisse. Bastard! Wirklich bedauerlich, dass dein Vorgänger nicht hier ist. Doch wir werden sicher auch unseren Spaß zusammen haben. Sachte, mein Schneeflöckchen. Du willst doch nicht schmelzen, bevor dein Auftritt beginnt. Nun, auf zu den Feierlichkeiten! Ist ja hervorragend gelaufen. Ich glaube, jetzt liegt's an mir,